Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos, und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist dies hier ein kleines Special für zwischendrin, und zwar ein Let's Survive Minecraft Special. Ja, ich dachte mir, dass ich auch mal wieder ein bisschen Abwechslung vertragen könnte. Hab jetzt so viel Adventures gemacht und Sonic und sonst was. Bin ja gerade bei meinem Woodworth Adventure mit dabei. Aber ich dachte mir, da ich in Minecraft eh was machen muss und ihr sowieso die liebsten und besten Fans von allen seid, was ihr mir nochmal deutlich gemacht habt jetzt in den letzten Posts unter meinen letzten Videos und auf meinem Kanal. Und da dachte ich mir, Mensch, da mache ich doch mal ein bisschen was Kleines Besonderes und mache ein Let's Survive Minecraft. Warum Let's Survive? Weil wir uns heute in eine Höhle stürzen, die ich sowieso erforschen wollte. Und ja, dann muss ich es jetzt nicht alleine machen, sondern ihr seid bei mir. Deshalb fangen wir jetzt mal an, uns erstmal auszurüsten. Wir sind hier in einer kleinen Stadt, die habe ich quasi feindlich übernommen. Die Stadt, die war eben vorher schon da, die wurde erzeugt. Und ja, wurde von mir und meiner Freundin ein bisschen umgebaut. Da hinten entsteht gerade ein riesiges Schloss, das schwebt über dem Lavasee, der noch nicht ganz fertig ist. Kommen wir bestimmt nachher nochmal schnell vorbei. Hier ist eine kleine Bahnstrecke zum Haus des Captains. Und ja. Schauen wir uns erstmal um. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Ausrüstungsphase. Wenn wir dieser Fackel hier folgen, dieser alleinstehenden Fackel, die sich dort vermehrt und immer mehr Fackeln wird, da hinten kommen wir dann zu der Höhle, die wir erforschen wollen heute. In dieser Höhle ist nämlich ein Enderportal. Also Ender, ich nenne es Ender, klar, es heißt The End oder das Ende, aber das klingt doof. Das sind Endermänner und das ist für mich auch der Ender, wo wir hingehen. Beziehungsweise wir gehen ja nicht in den Ender, sondern wir wollen das Portal quasi freischaufeln. Das kann eine Aufgabe von 10 Minuten sein. Das kann eine Aufgabe von einer Stunde sein oder zwei. Dementsprechend noch keine Ahnung, wie lange es hier geht heute. Aber ich fange einfach mal an. Übrigens, mein Skin ist Piccolo. Jetzt ein bisschen in Indiana Jones Outfit. Da wir noch diese Ledersachen anhaben, die wir gleich noch gegen Eisensachen tauschen werden. Denn uns steht einiges bevor heute wahrscheinlich. Und deshalb gehen wir mal ins Lager. Willkommen! Erste Reihe Rohstoffe, zweite gecraftetes, dritte Seltenes. Ja, hab hier das Lager ziemlich schön ausgebaut, so dass man es auch wirklich ziemlich lange benutzen kann. Deshalb so viele Truhen. Aber wie ihr seht, Erde ist schon mal voll. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, um uns ein paar Schwerter zu hauen. Und ja, wie ihr seht, das nehme ich alles mit hier. Ich nehme die Diamantene Pickaxe der Unzerbrechlichkeit mit. Ja, man kann seit dem neuesten Minecraft oder seit dem Minecraft davor auch schon, kann man Sachen verzaubern. Ich habe hier den heiligen Bogen des Superschadens, dann hier die eiserne Pickaxe des Superglücks, Stufe 1 und wieder die diamantene Pickaxe der Unzerbrechlichkeit. Genau, Schwerter habe ich aber keine Diamantschwerter, will ich jetzt mir auch nicht machen, denn ich weiß nicht, die gehen mir zu schnell kaputt. Beziehungsweise doch, ich habe eins und das habe ich dann verzaubert. Doch bei der Verzauberung kam nur ein höheres Loot-Level raus, was ja an sich gar nicht schlecht ist, aber das Loot von den Feinden brauche ich nicht, davon habe ich einfach viel zu viel zu viel. Und deshalb habe ich das jetzt immer, um meine kleinen Farmtiere zu schlachten quasi. Denn wenn schon meine kleinen Farmtiere sterben müssen, dann sollen sie doch auch nicht umsonst sterben, sondern halt eine ganze Menge Zeug mir dabei geben. So, drei Schwerter. Sicher ist sicher. Das sollte dann aber auch reichen, hoffentlich. Ansonsten, ja, müssen wir uns unterwegs dann irgendwelche Steinschwerter machen oder sonst was. So, das Wichtigere ist aber jetzt erstmal die Ausrüstung. Dazu gehört so ein Helm quasi, die Leggings, dann das, was am meisten kostet quasi an Eisen. Die Chestplate, also die normale Rüstung und dann noch Schuhe. Und fertig sind wir. So, hat jetzt wieder eine Menge Eisen gekostet, aber das macht nichts. Denn wir sind letztens mal Eisenfarm gewesen und wir können auch jederzeit wieder Eisenfarm gehen. So, dann rüsten wir uns doch gleich mal aus. So, dass ihr den Skin mal voll und ganz seht. Warum Piccolo? Wir sind momentan hier in unserer kleinen WG ein bisschen auf dem Dragon Ball Trip wieder. Denn wir haben jetzt angefangen, Dragon Ball Kai zu gucken. Das ist ein Remake von Dragon Ball Z.
Nur halt anstatt in 300 plus Folgen alles zusammengefasst in knapp 100 Folgen. Und deshalb ist das schön, mal wieder so zu gucken. Und man muss sich eben nicht durch die ganzen nichtssagenden Episoden quälen, wo wirklich bloß auf dem Weg nach Namek und davon gleich mal 20 Folgen abgedreht. Das wird hier in, was weiß ich, 2, 3, 4 Folgen behandelt. In Dragon Ball Kai. Und das ist dann schon etwas schöner. Wir hatten nichts gegen das Original Dragon Ball Z, absolut nichts. Da würde ich nie was gegen sagen. Aber man muss schon echt dazu sagen, es ist manchmal sehr, sehr langatmig. So, alles kommt hier in seine richtige Kiste. Das ist wichtig, denn die Ordnung muss man behalten. So. Genau, brauen müssen wir uns dann auch noch ein bisschen. Das Brauen, das geht auch noch nicht sehr lange. An Essen nehmen wir uns. Oh, guck, Chicken haben wir eine ganze Menge. Nehmen wir uns die doch mit. Und ja, den Dreck, den braucht man immer. Also das sind ja die Rechtssachen sind so, die ich immer dabei habe. Wobei das Feuerzeug kann ich eigentlich wegpacken. Denn das nehme ich eigentlich nur mit, wenn ich in den Nether gehe. Denn die Nether-Portale können ja von Gas angeschossen werden. Und dann gehen sie kaputt, beziehungsweise gehen sie einfach aus. Und man muss ein Feuerzeug dabei haben, um sie wieder anzumachen. So, ja, ein bisschen Holz ist immer dabei. Holz ist ja so der Grundrohstoff und den hat man eben in Höhlen und sonst was eigentlich nicht. Deshalb muss man den sich immer da immer mitnehmen. Muss dann eben auch die Sticks machen. Kohle, um dann Fackeln zu machen mit den Sticks zusammen. Pfeile eben für meinen Bogen. Packe ich gleich mal den starken Bogen rein. Die ganzen alten Waffen können weg. So, die Picke aus Stein kann auch weg. Die kommt aber bei Tools rein. Wie gesagt, alles seine Ordnung. So, Schaufeln brauchen wir noch ein paar, sehe ich gerade. Die Axt, die können wir eigentlich auch vergessen. Die brauchen wir auch unter Tage nicht. Hier haben wir ein paar Steinschaufeln. Ja, warum nicht? Das reicht dann eigentlich auch. Müssen wir keinen neuen machen. Wäre auch nur Verschwendung. So, die wird hier noch eine ganze Ewigkeit reichen. Und die hier brauchen wir, wenn wir Diamanten finden. Denn mit der Fortune-Pickaxe, dann droppen einfach mehr raus. Ja, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, zur Verzauberung oder sonst was, schreibt in die Comments und ich werde sie natürlich beantworten. Liebend, liebend gerne. Und ja, ich denke, wir sind sogar ganz gut ausgerüstet jetzt. Gehen wir nach oben und machen uns noch ein paar Tränke. Wenn ich nicht sogar noch welche auf Lager habe, da muss ich mal gucken. Ja, hier übrigens meine Farmkäfige. Hier züchte ich Entchen. Beziehungsweise es sind im Original eben Hühner. Ich habe das Painterly Texture Pack drin, damit das auch erstmal geklärt ist. Hier meine Schaffarm, die ich so gut wie nie anfasse, denn ja, momentan brauche ich noch keine Wolle. Aber wenn ich welche bräuchte, bräuchte ich hier bloß Scheren. Und durch die 1.1er Version von Minecraft füllt sich die Wolle ja bei den Schafen quasi wieder auf, wenn sie dann Gras fressen. Deshalb sind hier auch überall diese ekligen Flecken drin. So, hier ein paar Kürbisse werden gezüchtet, hier Zuckerrohr, hier wie gesagt die Melone, die ihr schon gesehen habt, hier wird das ganz normale Haferzeug gezüchtet. Und hier hinten, hier vorne Schweine und da hinten Kühe. Hier sind jetzt noch ein paar Wölfchen. Und wo kam eigentlich dieser Zombie her? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Netherportal, das momentan hier steht, normalerweise da hinten in der Wüste. Aber er steht momentan hier, weil wir eben die ganze Lava hier aus dem Nether holen. Und ich müsste erstmal schnell schlafen gehen. Besser ist das, damit hier in der Nähe keine Viecher spawnen. Hier übrigens das Gästehaus vom Captain, das ich mal kurz missbrauchen werde, um zu schlafen. So, habe ich dann wirklich alles? Einen zweiten Bogen brauche ich eigentlich nicht. Die halten eine halbe Ewigkeit. Schwerter habe ich 3 Stück. Ich will ja eigentlich quasi bloß diese Höhle erkunden. Dazu bräuchte ich dann noch ein paar Fackeln. Genau, ich könnte eigentlich nochmal runtergehen und mir noch ein paar Fackeln so holen. Da muss ich nicht die ganze Kohle verhauen. Denn, ja, die klaue ich jetzt auch mal schnell vom Captain. Tut mir leid, du bekommst sie wieder, ganz sicher. Oh, zack, und die hier auch. So, dann brauchen wir uns um die Kohle keine Sorgen machen. Wir nehmen uns noch ein paar schnell Fackeln mit. Ach genau, bin schon ganz durcheinander, weil es dunkel wurde und ich euch so viel zeigen wollte. Und hier kommt es erstmal gleich nochmal mit zum Zeigen. Hier unten ist die magische Bibliothek. Die ist quasi da, um Sachen zu verzaubern. Könnt jetzt eigentlich mal, ja, aus Jux und Dollerei. Ah, hier muss irgendwo ein Zombie hinter sein. Ich könnte jetzt erstmal so ein Eisenschwert verzaubern. Ich habe Level 5. Das seht ihr unten neben meiner Health und neben meiner Hungerbar. Seht ihr das Level?
Ich kann jetzt quasi Sachen bis zur Stufe 5 verzaubern. Da seht ihr, da bräuchte ich Stufe 17, 19 und 29 für. Es könnte ein wenig dauern, bis ich hier einen Fünfer kriege. Denn umso mehr Bücherregale man drumherum stehen hat, umso höher sind die Level, die man verzaubern kann. Und Wert 5 ist das geringste. Dementsprechend wird es hier sehr selten kommen. Aber dann könnte ich euch das wenigstens noch zeigen. Das wäre gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Chancen dafür stehen nicht gerade sehr hoch. Achter und Neuner. Vorhin hat man auch mal einen Siemer dabei. Aha. Gibt mir noch ein Menüchen. Dann hätte ich das nämlich noch im Let's Play untergebracht. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Muss unbedingt auch aufpassen, dass ich es nicht überklicke. Das ist leider ein bisschen schade, dass man sich das nicht aussuchen kann, in welchem Level man verzaubern möchte. Aber da irgendwie auch ein wenig verständlich. Übrigens, diese Wortfetzen, die ihr da sehen könnt, beziehungsweise diese richtigen Wörter, sind ja bloß eine andere Sprache. Die Sprache ist übersetzbar. Müsst ihr mal ins Minecraft-Wiki gucken und da habt ihr dann eine Übersetzung von den ganzen Wörtern. Nur sind die Spells, mit denen ich dann meine Waffen oder Tools belege oder auch Rüstung kann ich damit belegen. Die Spells, die dabei rauskommen, sind dann trotzdem random generiert. Also egal, was da für Wörter hinterstehen. Tja, leider wird das jetzt leider nichts mit dem Level 5er. Das ist wirklich sehr selten jetzt noch zu kriegen. Ja, normalerweise würde ich ja auch nie was auf Level 5 verzaubern. Nur wäre es fürs Let's Play mal ganz schön gewesen. Oder Let's Show oder Let's Survive, wie auch immer. An sich ist es ja ein Let's Play. Hat nur eben diesen schönen Namen bekommen, Let's Survive, weil es eben hier wirklich darum geht, nicht zu sterben. So, das war's. Schade, zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal, falls denn mehr Bedarf besteht an Minecraft-Let's Plays oder Let's Survives oder wie auch immer. Dementsprechend brauen wir uns jetzt erstmal zusammen oder gucken, ob wir schon haben. Ja, wir haben schon. Dementsprechend brauchen wir nicht. Aber das kann ich euch wissen zeigen. Das funktioniert wenigstens ohne Probleme. Grundbasis sind meistens Netherwarts, aber dazu wartet mal kurz. Dazu gleich mal mehr. Was brauche ich denn noch? Ich muss nämlich gerade überlegen, dass ich im Kopf habe, Redstone zur Verlängerung oder zur Verstärkung? Ich glaube zur Verlängerung. Wir brauchen aber einen Verstärker. So. Gut, das sollte reichen. Ja. So. Ja, dazu jetzt gleich mehr. Grundbasis eigentlich einer jeden Alchemie-Verzauberung bzw. Heiltranks sind diese Glasflaschen. Die macht man, kann ich auch noch schnell zeigen. Ja, dann wird es auch noch ein bisschen den Stil eines Let's Shows. Kann ich doch nicht zeigen. Schade, hab kein Glas dabei. Könnte ich brennen. Brenne ich es noch schnell? Ja, dann zeige ich euch quasi nachher noch. Brenne ich mal schnell noch 8. Kümmere ich mich jetzt dann erstmal um die Machung eines Tranks und dann zeige ich euch, wie man denn zu diesen Gläsern kommt. So, die füllt man an einer Wasserquelle. Deshalb habe ich hier ein paar Wasserquellen. Und die packt man dann hier in diesen Braustand. Der ist etwas kompliziert zu bekommen. Wenn ihr da wieder nähere Informationen haben wollt, dann fragt einfach. So, Grundbasis für die meisten Tränke ist Netherwort. Das ist ein Pilz, der wächst nur im Nether. Da habe ich im Nether natürlich meine eigene, naja, meine eigene Farm, um diesen Netherwort abzubauen. Aber wie ihr seht, ich bin schon ganz gut ausgesorgt eigentlich. Das hier sind alles Materialien, die man braucht, um Tränke zu brauen. Das hier sind quasi Submaterialien. Mit Redstone wird die Kraft eines Heiltranks verlängert, mit Glowstone verstärkt und mit Gunpowder kann man den Trank werfen und nicht mehr selbst einnehmen. Ja, und hier eben alles für die verschiedenen Tränke, die es wirklich schon haufenweise gibt. So, jetzt haben wir diese Awkward Potion. Die ist eben Grundbasis. Und jetzt kommt eine Glistering Melon rein. Dazu braucht man eine Melonenschale und ein Golden Nugget. Und dann wird aus dieser Awkward Potion eine Healing Potion. In der Zwischenzeit kann ich mal, na, das Glas ist noch nicht ganz fertig. Mache ich gleich. Hier ein bisschen, ja, genau, wie ihr seht, das hier sind Splash Potions. Hier ist Splash Potion der Weakness, Sissigkeit. Die geht 1 Minute und 7 hält die und die führt dazu, dass alle, die davon betroffen sind, eben nur noch sehr, sehr wenig Schaden machen. Und hier Splash Potion of Poison. Die führt eben dazu, dass man vergiftet wird und das hält ziemlich lange an, da die verlängert ist. 1 Minute 30, wie ihr seht. Und ja, die zieht eigentlich so ziemlich jeden Gegner runter. Wobei bei Gegnern funktioniert das so gut wie gar nicht, aber bei mir dafür umso besser, denn ich werde meistens selbst von dem Mist betroffen. So, hier Potion of Healing, Instant Heal Health.
Es kommt noch der Glowstone dazu. Der verstärkt eben die Wirkung der Potion und damit heilt sie mich dann eigentlich so ziemlich komplett. So, wie komme ich zu Bottles? Ganz einfach. Ich nehme mir drei Glas und mache so ein V und habe dann Glasfläschchen. So, die kommen mal gleich hier rüber. Genau, hier übrigens Potion of Fire Resistance. 8 Minuten zählt die und damit kann man in Lava schwimmen und sonst was. Und auch Blazes, das sind Gegner im Nether. Die braucht man, um diese Blaze Ward zu kriegen, die sehr, sehr wichtig für die Alchemie sind, die man eben auch braucht, um diesen Alchemiestand überhaupt zu machen. Und auf jeden Fall mit diesen Potion of Fire Resistance können die einem so gut wie gar nichts mehr anhaben. So, zack, Instant Cell 2. Die nehmen wir alle mit. Dazu sortiere ich hier ein bisschen um, habe ich das Gefühl. Ja, warum nicht? Zack, zack, zack und zack, 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 zack. So, und die führen eben zu Instant Health. Denn nicht so wie früher heilt ja jetzt Essen uns gar nicht mehr, sondern füllt einfach nur unsere Essensleiste unten rechts auf. Und wenn die Essensleiste also voll oder beziehungsweise fast voll ist, dann regenerieren wir uns selbst ein wenig. Aber da jetzt hier in dieser blöden Höhle jederzeit ein Creeper ankommen könnte und uns zerkloppen könnte, brauchen wir auch was, um uns instant schnell zu heilen. So weit, so gut. Wir sind jetzt eigentlich gut gewappnet, würde ich sagen. Und dementsprechend machen wir uns auf zur Höhle des Schreckens.